So, heute holen wir unseren fünften Orden. Endlich können wir Lavina herausfordern. Diese feige Tussi hat sich schon so weit davor gedrückt, dass sie gegen uns kämpft. Oder dass sie nicht gegen uns kämpfen will. Und jetzt können wir endlich gegen die kämpfen. Okay. Hier geht's nach oben. Hier ist so ein Aufzug. Plattformen, Teil, whatever. Das kommt jetzt nach oben. So, was ist das? Frage 3 plus 5 plus 7. Antwort 2 plus 6 plus 15? Hä? Achso, ah, jetzt, das ist quasi so, so ein Mathe-Rätsel. Und ja, wenn wir 2 als Antwort haben, müssen wir in die linke Tür nehmen. Wenn wir die 16 als Antwort haben, dann die mittlere Tür. Und wenn wir die 15 als Antwort haben, die rechte Tür. 3 plus 5 plus 7 ist selbstverständlich 15, das heißt, wir müssen jetzt nach rechts gehen. Leider möchte ich jetzt nicht nach rechts gehen, weil wir sonst gegen keinen Trainer kämpfen. Das heißt, ich gehe jetzt mal in einen falschen Raum rein. Kannst du nicht rechnen? Das hast du doch mit Absicht gemacht, um gegen mich kämpfen zu können, oder? Selbstverständlich. Weil ich so ein netter Kerl bin. Moment, mein Webcam, so sieht's glaube ich besser aus. Beatrice. Traumfugel. So, meine Erkältung ist wieder da. Das heißt, ich muss mal ab und zu mich auf Sturm schalten. Also nicht verwundert sein, wenn ich mal kurz nicht zu hören bin. Diese Attacke hat gerade so viel gebracht wie... Ja, ich wollte jetzt schon sagen, wie meine Hypnose, die jetzt daneben geht, aber sie hat ja getroffen. Alles klar, Sonnensensor. Hoffentlich entwickelt sich bald unser Bronzel, entweder das Level 33 als Entwicklung oder Level 34, eine gerade Zahl. Okay, nochmal Sonnensensor, das dauert jetzt ein bisschen, aber ich möchte, dass Bronzel die Erfahrungspunkte bekommt, damit es sich entwickelt, falls es sich mit Level 33 entwickeln sollte. Wir haben ja genug Zeit in diesem Part. Ich nutze ja immer einen ganzen Part dafür, um eine Arena zu machen. Damit ich mir Zeit lassen kann. So, wir haben es gleich erledigt. Das gegnerische Traumfugel schläft ja zum Glück, aber jetzt ist es leider aufgewacht. Und verwirrt mein Pokémon. Uncool. Nicht selbst verletzen. Danke. Bitte ein Volltreffer. Na gut, war auch ohne einen Volltreffer ein Kill. Ich bin zufrieden. Und fast Level Up. Du machst es deinen Gegnern auch nicht gerade leicht, was? Meine Güte. Achso, müssen wir jetzt, ich dachte, da wäre jetzt eine weitere Plattform direkt in diesem Raum. Anscheinend müssen wir bis zu dem Raum mit der richtigen Lösung vordringen. Okay, dann gehen wir zum nächsten Tür mit der weiteren Falschantwort. Hast du keinen Pokédex oder hast du es extra vergeigt? Ach stimmt, man kann ja seinen Rechner im Pokédex benutzen, wenn man nicht rechnen kann. Gut, aber ich kämpfe wie gesagt gegen alle Trainer hier in der Arena. Denn Trainerkämpfe geben Experienze und Geld. Und das ist deutlich wertvoller, als sich nur ein bisschen Zeit zu ersparen. Denn wenn man Zeit sparen will, dann braucht man das Spiel gar nicht zu spielen. Theoretisch. Warum wird mein Bronzel immer verwirrt? In fast jedem Kämpfen, in dem es beteiligt ist, ist es verwirrt. Kein Nachtnebel. Danke. 27 Damage. Nachtnebel hat denselben Effekt wie Geowurf. Tiefschlag. Und nicht Attacke. Und nicht mehr verwirrt, gut. Der Sondersensor ist sehr effektiv. Nebulak ist vom Typ Gift. Und das ist eine Schwäche.
glaube, ich sollte mal die Attacke Dingens einsetzen. Ihr wisst schon, die Attacke, wo die Zeit umkehrt. Die setze ich auch viel zu wenig ein. Ich glaube, die sollte ich mal häufiger einsetzen. Oder öfters mal einsetzen. Alpollo, die Entwicklung. Auf Englisch Haunter. Gut, ich benutze jetzt mal Bizarro-Raum heißt die Attacke. Und wieder ist mein Pokémon verwirrt. Aber das ist ja inzwischen völlig normal. Ich glaube, ich gebe meinem Pokémon eine Beere, wenn es immer wieder verwirrt wird. Wieder selbst verletzt. Sowas langweilt mich. Ich finde das Spiel allgemein nicht so besonders berauschend. Ich finde, das ist eines der langweiligsten Pokémon-Spiele, die es gibt. Pearl und Diamant. Die anderen sind deutlich spannender. Im Platin wurde das Ganze ein bisschen verbessert. Da sind spannendere Stellen drin. Aber momentan ist es ziemlich unspannend, dieses Let's Play. Bis jetzt, muss ich zugeben. Denn es ist kaum was geboten. Bis auf die Stelle, wo man das legendäre Pokémon begegnen wird. Das ist die einzige epische Stelle, aber sonst gibt es eigentlich wenig besonders spannende Stellen in diesem Spiel. Was ich sehr schade finde. Gut, entwickelt sich mein Pokémon jetzt? Ah ja, sehr gut. Da, meine Damen und Herren, wir haben jetzt einen Bronzong. Wir schauen uns gleich die Werte an. Lernst du eine neue Attacke? Rückentzug. Nee, die Attacke ist nicht so besonders gut. Damit verhindert man quasi, dass der Gegner sein Pokémon austauscht. Die Attacke ist eher für den Multiplayer-Kampf gedacht. Aber für die Story eher nicht so. Alles klar, Petersdom. Die Verteidigung ist ordentlich. 90 Verteidigung, Spezialverteidigung 101. Also ein guter Defender. Und jetzt kann auch die Attacke Eisenabwehr. Es wäre noch cool, wenn es die Attacke Amnesie könnte, dann würde es auch noch den Spezialverteidigungswert erhöhen können. Wir könnten es theoretisch Toxin beibringen und es zu einer Art ja, toxischen Tanker machen quasi. Also ein Pokémon, das sich verteidigt und den Gegner mit Toxin ausschaltet. Das ist eine gute Taktik. Korrekt, gratuliere. Ja, ich bin ja auch ein guter Rechenkünstler. Was haben Rechenaufgaben überhaupt mit Geistern zu tun? Okay. 12 plus 28 gibt Antwort 30, 40, 50. Das sind 40 natürlich. Also die Mitte. Also muss ich erst links und rechts reingehen, damit wir gegen die Trainer kämpfen. Ich war schon an vielen Orten, daher weiß ich auch so viel. Und warum erzählst du mir sowas? Ah, so sieht Petersdom im Kampf also aus. Ich hatte noch nie einen Bronzong. Also von daher bin ich jetzt ziemlich geflasht quasi, wie das Pokémon aussieht. Und wieder verwirrt. Es war ja sowas von klar. Immer dasselbe. Zum Glück hat Petersdom eine hohe Verteidigung, da zieht es sich nicht allzu viel. Ja gut, hat trotzdem eine Menge abgezogen. Gegenstoß. Bitte nicht selbst verletzen. Langeweile. Jetzt muss ich dich auch noch heilen, unglaublich. Da bleibt mir aber auch gar nichts erspart, wenn ich meinen Bronzong benutze. Habe ich einen Hypertrank gewastet oder verschwendet. Ja, ich sage englische Ausdrücke, weil Englisch eine coolere Sprache ist als Deutsch.
Vor allem bei den synchronen Sachen, wie zum Beispiel bei einer TV-Serie oder sowas. The Walking Dead zum Beispiel, da ist die englische Synchro viel besser als die deutsche. Weil da die Schauspieler die Charakter quasi spielen und es dann viel besser klingt, als wenn ein Synchronsprecher das nachspricht. Denn der Schauspieler, der kennt ja auch teilweise die Story besser als der Synchronsprecher, weil er daran beteiligt ist. Der Synchronsprecher, der muss einfach nur von seinem Zettel ablesen und sprechen, was der Typ so sagt. Ein paar Emotionen noch zeigen, mehr nicht. Und ein Schauspieler, der muss vieles mehr. Der muss Gestiken machen, der muss Mimik machen, der muss Emotionen zeigen, so richtig. Zum Beispiel, wenn er traurig ist, dann traurig sein oder und das dann auch in seine Stimme umgeben. Das muss er dann auch noch in seine Stimme hineinversetzen, quasi seine Emotionen, und es ist viel besser dann. Langsam langweilt mich, dass mein Pokémon immer verwirrt ist. Das verwirrte Bronzong. Der Film. Am 11. November im Kino. Gut, kommt da noch was? Irgendwie voll die langweiligen Pokémon hier. Nebulax, Alpalos, Traunfugils. Mehr haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Und dieses Nebulax wird meinen Pokémon auch wieder verwirren. Jede Wette. Nein! Oh. Super, ich glaube... Ja, wenn der Gegner noch einmal Nachtnebel einsetzt, hat er uns genau auf 0 KP gebracht. Andererseits sind wir jetzt schneller. Wenn wir jetzt einen One-Hit-Kill schaffen, können wir vielleicht finden, dass mein Pokémon jetzt gekillt wird. Ich möchte jetzt auch keinen Trank einsetzen, weil das ein bisschen verschwenderisch ist, wenn man hier einen Hypertrank einsetzt. Ja, sehr gut. Es war ein OTK, sehr gut. Ja, schon gut. Du kannst auch kämpfen, ich weiß. Aber ich kann nicht rechnen. 2 plus 2 ist 22. So. Die Mitte war die Lösung, das heißt, der nächste falsche Raum ist rechts. Da ich überall ein Peeling mache, habe ich auch viel gelernt. Und was hast du gelernt? Wird es genau erklärt? Die sagen so halbe Dialoge und erläutern das nächste Mal. Warum sie zum Beispiel das Gefühl daraus gelernt haben. Irgendwie komisch. So, wenn Drifloon Konfusstrahl kann oder hat, dann bin ich wütend. Okay, Horta ist in Ordnung. Horta ist nicht so besonders schlimm. Das macht das gegnerische Pokémon nur ein bisschen zäher. Nicht so tragisch. Ich glaube, ich setze wieder Dingens ein. Bizarro-Raum. Damit mein Pokémon wieder das Schnellere ist. Oder vielleicht muss ich das gar nicht. Na, Drifloon ist auch mal ein neues Pokémon vom Typ Geist. Wie viel Pokémon hat... Ja gut, ich setze den Zauberraum ein. Dieser Trainer hat zwei Pokémon, das heißt, es lohnt sich. Ja, er heilt sich sowieso, also von daher... Verzehr kann man nur benutzen, nachdem man vorher Horta benutzt hat. Und je öfter man Horta vorher eingesetzt hat, desto effektiver ist der Verzehrer. Eben genauso ist es auch mit der Attacke Entfessler. Bloß macht Entfessler, statt dass die KP heilt, fügt sie dem Gegner Schaden zu. Und auch ähnlich wie bei Horta, je öfter man Horta benutzt hat, desto größer wird der Schaden, ähnlich wie bei Verzehrer. Vorhin habe ich gesagt, ähnlich wie bei Horta. Naja, aber egal. Traunfugil. Ich finde Traunfugil ist ein interessantes Pokémon, weil es eine gute Kombi kann, und zwar Abgesang und Horrorblick. Man setzt Horrorblick ein, Gegner kann nicht mehr fliehen, dann Abgesang, Gegner ist in 3 Runden sicher down. Das ist eine gute Kombi, aber leider dauert die auch viel zu lange. Da man 3 Runden warten muss, bis das gegnerische Pokémon down ist. Andererseits ist es eine gute Kombi gegen zähe Pokémon, wie zum Beispiel legendäre Pokémon, Kyogre oder sowas, oder Groudon oder Rayquaza. Oder was weiß ich.
Verdammt, ich habe mich vertippt, jetzt habe ich nochmal den Zauberraum eingesetzt. Jetzt ist mein Pokémon wieder das Langsamere, verdammt. Das war ein Fehler. Ja, jetzt ist alles wieder normal. Wegen diesem Verklicker. Nochmal Bizarro-Raum, damit sich das wieder... Ah, da staunst du, dass ich so eine Attacke einsetze, was? Ja, ja. Alles klar. Ach, meine A-Taste spackt schon wieder, das ist super schlimm. Ich muss sie dreimal drücken, damit sie sich aktiviert. Ich glaube, das ist auch eines der Sätze, die das ich im Let's Play schon sehr häufig gesagt habe. Meine A-Taste spackt. Im nächsten Part, meine A-Taste spackt. Zwei Parts später, meine A-Taste spackt. Im nächsten Part dann, meine A-Taste spackt. Im nächsten Part, meine A-Taste spackt nicht. Im nächsten Part, meine A-Taste spackt wieder. Oh, verdammt. Okay, das muss Level abgeben. Level 34 für Bronzong. Ich möchte es jetzt so bis Level 35 trainieren und dann setze ich meinen Pliperin ein. Die nächste Stelle im Spiel wird eine Stelle sein, wo wir unser Pliperin gut trainieren können, nämlich die Eiseninsel. Deine Stärke, so etwas habe ich noch nie gesehen. Dort gibt es viele Gesteins- und Stahl-Pokémon und das ist ein gutes Training für mein Wasser-Pokémon. Gut, die nächste Rechenaufgabe. Achso, ja, korrekt, gratuliere, okay. Wir müssen erst da hoch, damit wir die nächste Aufgabe bekommen. So, nächste Aufgabe, wie viel ist 1 plus 1? 3 mal 13 gibt Antwort. 39, 93, 33. 3 mal 13, das ist 3 mal 3 sind 9. Und 3 mal 10 sind 39, also links ist dieses Mal die richtige Antwort. Das heißt, ich muss Mitte und rechts gehen, um die zwei Trainer zu erwischen. Ich studiere Themen wie Pokémon und Geschichte. Du weißt schon, alles was irgendwie wichtig ist. Ja, leider ist Geschichte heutzutage nicht mehr so wichtig, wenn man sich beispielsweise einen Job sucht oder sowas. Ich bin sehr gut in Geschichte, muss ich zugeben. Leider lohnt sich das nicht für den Beruf. Oder für einen Beruf, sag ich mal. Ansonsten würde ich gerne eine Karriere im, ja, in so Geschichte machen wollen. Aber leider gibt es dafür keinen Beruf, der zu meinem der zu meinem Bildungsdingens halt passt, ne? Ich habe ja mittlere Reife und da gibt es, glaube ich, keinen Beruf, der irgendwas mit Geschichte zu tun hat. Hypnose. So, Schlaf. Mein Pokémon ist, wie soll es auch anders sein, mal wieder verwirrt, aber pff, ich kann es nicht ändern. Außer mit einem Bäre vielleicht, aber ich bin dafür jetzt zu geizig. Pizzauraum. Nicht selbst verletzen. Gut, die Selbstverletzungsquote liegt bei 60% bei Bronzong, glaube ich. So vom Gefühl her ungefähr. Schätze ich jetzt noch. Schätze ich jetzt einfach mal so ein. Sonnensensor. Ah, nicht mehr verwirrt, sehr gut. Und jetzt macht dieses Alpaulo platt. Nice. Was zum Kuckuck? Ich habe wohl nicht genug gelernt, wie? Ja, anscheinend. Gut, dann gehen wir jetzt nach rechts. Haha! Ich habe vermutlich mehr über Pokémon gelernt als du. Ach ja, hast du das? Schon mal ein YouTube gesehen oder gefangen und darüber gelernt, dass es mit Level 100 eine neue Attacke beherrscht, die ich nicht weiß. Also Mewtwo lernt bei jedem neuen 10er Stelle eine neue Attacke. Wie zum Beispiel Level 10 lernst du eine neue Attacke, oder dann mit Level 20, mit Level 30 eine neue. Ich bin mir sicher, er wusste sowas nicht. Also er soll mir nichts vorwerfen, dass ich nichts weiß über Pokémon. Das kann ich nicht leiden.
So, okay. Sonnensensor. Ich spiele Pokémon Schalt seit wie vielen Jahren? 2001 habe ich damit angefangen. Pokémon Gelb habe ich damals gespielt. Jetzt haben wir 2014 und ich spiele immer noch Pokémon. Das sind 13 Jahre. Ich, ja, das ist ungefähr das Alter des meines Gegners. Also, da kann er schlecht sagen, dass er mehr über Pokémon weiß als ich. So, Driftlon. Lotte Driftlon jetzt auf einmal. Anscheinend hatten die Entwickler jetzt einen Gedankenblitz. Oh, wir müssen noch ein paar Driftlons einbauen. Stimmt, die haben ja ein Geister-Pokémon noch eingeführt, das heißt Driftlon. Das müssen wir noch auch einfügen irgendwie in dieses Spiel. Genau. Ah, wir haben leider keine AP mehr auf Bizarro-Raum. Bizarro-Raum hat nur 5 AP. Wir müssten das eventuell mit einem AP Plus ein bisschen aufpeppen, die Attacke, damit wir sie öfters einsetzen können. Aber wir setzen die Attacke, soweit ich weiß, sowieso nicht so häufig ein, obwohl die Attacke ziemlich gut ist. Als Kombi. Leider verschwinden wir dadurch einen Zug, aber danach sind wir dafür schneller. Was wiederum ein Ausgleich ist. Also ich verstehe nicht, warum ich die Attacke nicht so besonders häufig benutze. Die Zauberung. Die ist ziemlich gut. Vor allem, wenn dein Pokémon noch Hypnose kann und du den Gegner immer wieder neu einschläfern kannst, und das in einer Ersttrefferquote. Udo, es macht mich unglücklich, dass ich so wütend bin. Der Nachteil an unserem Pokémon, das wird ständig verwirrt. Das regt mich ein bisschen auf. Gut, ich glaube, ich benutze jetzt ein AP Plus auf Bizarro-Raum. Und noch einen weiteren, wir können AP Plus bei einer Attacke bis zu 3-mal einsetzen. Wir haben insgesamt 2 AP Plus, das heißt, wir können noch einmal AP Plus auf Bizarro-Raum einsetzen. Danach nicht mehr. Gut. Hier waren wir auch schon in der Mitte. Gut, das heißt. Wie ist das Ziel? Oh Gott, wie groß ist diese Arena? Da steht auf dem Schild, steht bestimmt wieder Glückwunsch oder sowas. Nächste Aufgabe, bitte. Und bitte irgendwas mit Potenzen. Die Antwort des ersten Raumes. Antwort 2. Plus 16, plus 15, oh, ich hab's vergessen. Was war denn im ersten Ding ist die Antwort 16, glaube ich, ne? Das heißt, ich gehe jetzt mal nach rechts und nach links. Wir können ja notfalls, falls es richtig sein sollte, wieder den Raum verlassen. Jetzt mal im Ernst. Warum beantwortest du die Frage nicht vernünftig? Du könntest ohne Probleme zur Arena-Leiterin gelangen. Was für eine Zeitverschwendung. Da muss ich dir eben Manieren beibringen. Aha, okay. Zeitverschwendung. Gegen Trainer zu kämpfen, um Geld zu farmen. Und um Erfahrungspunkte zu bekommen. Das ist keine Zeitverschwendung. Zeitverschwendung wäre es, wenn ich 100 Mal gegen Level 1er Pokémon kämpfen würde. Dann kann ich es verstehen, aber das sind Trainer-Pokémon. Gegen Trainer-Pokémon sollte man immer antreten. Vielleicht wollten die Entwickler damit sagen, hey, du verschwendest die Zeit mit unserem Spiel, ständig gegen alle Trainer zu kämpfen. In diesem Spiel muss man durchrushen, damit man in der Liga zur Verzweiflung gebracht wird, wenn man unterlevelt ist. Genau deswegen kämpft man immer gegen die... Deswegen haben manche Leute immer ein Problem, die das Spiel einfach so durchrushen und dann... sind sie in der Liga, haben keinen Bock, ihre Pokémon zu trainieren, setzen dann per Freezer-Codes Sonderbonbons ein und dann sagen sie später, hey, ich habe Pokémon in einem Tag durchgespielt, habe alles durchgerusht und dann am Ende Cheats benutzt. So, ihr kleinen Kiddies, mag ich nicht. Es ist möglich, Pokémon in einem Tag durchzuspielen, das ist bewiesen. Es gibt Videos auf YouTube. Eins habe ich gesehen, da hat jemand Pokémon Gelb, ne, Pokémon Rot oder sowas, glaube ich, Rot oder Blau, der hat es in einem Tag, ne, nicht einmal, der hat es in zwei Stunden und, ne, eine Stunde war es sogar, eine Stunde und 53 Minuten hat das durchgespielt. Der hat allerdings da ein bisschen getrickst und keine Cheats benutzt.
Und sowas finde ich wiederum cool, aber Cheats benutzen und dann sagen, hey, ich habe es in einem Tag durchgespielt, ist keine große Herausforderung, das schafft jeder. Gut, Peter Stormer ist jetzt Level 35, ich werde es jetzt an eine andere Position wechseln und meinen Creeperin jetzt einsetzen, oder andererseits, ich könnte meinen Creeperin in der Eisenhöhle noch gut trainieren. Ich lasse meinen Bronzong wahrscheinlich noch an die ersten Position und dann gehe ich jetzt... Gengar! Ich gehe jetzt, ich werde mein Pokémon erst trainieren, also mein Creeperin. Dann, ich werde es entwickeln und zwar in der Eisenhöhle später, so, und nicht anders. Endlich mal was Gescheites, Gengar! Die Entwicklung von Alpollo und er verletzt sich selber, das erleichtert meinen Job. Du hast mir meinen Job geklaut! You took my job! Wir klauen unsere Jobs. Ach, scheiße Fluch. Ach, mein Pokémon ist verwirrt. Erst jetzt realisiere ich das. Naja gut, ich bin es ja schon mittlerweile gewohnt. Oder gewöhnt, dass mein Bronzong immer verwirrt ist. Es wird langsam zu einer Tradition. Selbstverletzen. Nicht selbst verletzen. Nice. Ist es ein Kill? Ja, sah gerade so aus, als hätte es noch ein paar KP übrig gehabt. Hatte es aber zum Glück nicht. Das habe ich wohl verdient, nicht wahr? Ich sollte nicht so vorlaut sein. Dann, ich glaube, hier schaue ich mir nach. Perfekt. Wieder, das war die falsche Antwort. Oh, du möchtest gegen mich antreten. Nun gut, ich werde mein Bestes geben. Trauen, Vogel. Und Bizarro-Raum. Wir haben die Attacke per AP Plus wieder hochgestärkt. Und das heißt, wir können sie auch wieder einsetzen. Danke, dass mein Pokémon heißt. So sind wir sogar schneller als das Traunvogel. Also, echt danke, dass du mein Pokémon geheilt hast. Das war echt nett. Solche Trainer wünsche ich mir öfters. Die einfach Leitteile einsetzen und mein Pokémon hochheilen. Und ihre Schwächen. Besser geht's nicht. Oh, Groll, verdammt. Bitte nicht so viel. Okay, 4. Ah, 4 ist übel. Wie viel AP haben wir noch? 5 AP haben wir noch auf Sondersensor. Sondersensor hat insgesamt 30 AP und jetzt hat es nur noch 3 AP übrig. Und ein Drift-Zerpelli, die Entwicklung von Driftlon. Auf Level 30. Ich glaube nicht, dass ich da taktieren muss bei diesem Drift-Zerpelli. Ich meine, seht euch das an, wir haben es schon halb tot gemacht. Oder es ist ja eigentlich schon tot, also doppelt tot fast. Anderthalb tot. Genau, anderthalb tot. Es ist ja schon tot, also ein ganzes plus die halbe, den halben Balken, den wir gerade abgezogen haben. Es ist anderthalb mal tot. So, das war's. Ich hoffe, das waren die letzten Trainer. Ich will jetzt gegen die Arena-Rettern kämpfen. Und Level 36? Das wär's. Dann haben wir unser Pokémon ziemlich gut trainiert in diesem Part. Von Level 32 hoch auf Level 36 um 4 Leveln ist mein Pokémon gestiegen. Angenommen, wir hätten jetzt nicht gegen die ganzen Trainer gekämpft, dann hätten wir immer noch einen Bronzong mit Level 32. Ihr seht, es lohnt sich gegen die Trainer zu kämpfen. Und da ist schon die Arena-Leiterin. Ich werde die Arena kurz verlassen. Allerdings offscreen, bis gleich. So, und hier wären wir bei Lamina. Meine Pokémon sind jetzt geheilt. Jetzt werde ich noch die Kampfposition verändern. Wenn ich das Menü finde. Moment. Jetzt, mein Emulator war gerade nicht angewählt. Jetzt,
Gut, Petersdom ist ganz gut an erster Stelle. Frau Löwe, ja, passt größtenteils eigentlich. Es kann sein, dass sie ein paar Nebulax im Anfang des Kampfes einsetzen wird. Das heißt, wir sind mit unserem Bronzong da ganz gut dran. Und es geht los. Gekommen bist du endlich. Neues lerne ich immer wieder seit meiner Ankunft in dieser Stadt. Wettbewerbe geben soll er sehr, sie werde ich gewinnen. Sie alle werde ich gewinnen. Deswegen kleide ich mich so ungewöhnlich, bin ich ui. Doch stark genug bin ich, um Arena-Leiterin zu werden. Herausfordern willst du mich? Ja, so soll es dann sein. Doch gewinnen wirst du nicht. Das ist das Privileg der Arena-Leiterin. Und es geht los. Kampf gegen Lamina. Erstes Pokémon ist ein Driftlord. Ich hätte mein Elektro-Pokémon an erster Stelle setzen sollen. Naja, gut, ich muss es jetzt austauschen. Mir bleibt jetzt alles übrig. Das gegnerische Pokémon hat die Fähigkeit Finalschlag. Das heißt, wenn es von einer physischen Attacke erledigt wird, kriegt mein Pokémon großen Schaden. Aber ich muss diesen Schaden in Kauf nehmen. Denn jede Attacke ist physisch, die mein Pokémon beherrscht. Unheilböen. Eine Attacke, die vergleichbar ist mit Antikkraft, erhöht alle Werte mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Und fügt dem Gegner noch Schaden zu. So, jetzt greifen wir ihn an mit Funkensprung. Der Step drauf müsste ihn eigentlich one-hitten, wenn wir Glück haben. Ah, knapp. Könnte ich ihn eigentlich mit einer Spezialattacke angreifen, aber das dauert mir zu lange, ich müsste dann wieder austauschen und bis dahin. Oh Gott, Hypertrank. Ausrede. Bitte schreck zurück. Schreck zurück, bitte. Ah. Gut, dann eben nochmal, wir sind nicht schnell, okay. Das gegnerische Pokémon ist ein Flugtyp. Flugtypen sind meistens sehr schnell. Das war ihr erstes Pokémon. Traunmagil. Das ist ihr stärkstes. Ich muss aufpassen. Zwei hat sie noch übrig. Und Traunmagil ist ihr stärkstes. Level 36. Ziemlich ordentlich das Level. Ich muss mein Pokémon heilen, weil es Biss kann. Biss ist eine gute Attacke gegen Geister-Pokémon. Deswegen möchte ich jetzt nicht, dass Volllöwe stirbt. Das wäre nicht so schön. Gut. Bei Psy-Strahl ist kein Step drauf, deswegen war die Attacke nicht so stark. Und Biss. Bei Psy-Strahl besteht eine Chance, dass mein Pokémon verwirrt wird. Die ist allerdings relativ gering, ja. Gerade mal 10%. So, ich bin gespannt, wie viel es abzieht. Ja, mehr als die Hälfte. Ordentlich. Ich hätte erwartet, dass es nicht so viel abzieht. Ich hätte erwartet, dass es gerade mal ein Drittel abzieht. Gut, es hat sich selber gehalten in der Beere. Habe ich noch was übrig, um zu heilen? Wahrscheinlich nicht. Nein, ja, einen Top-Trank habe ich doch übrig. Den möchte ich jetzt allerdings ungern einsetzen. Ach komm, ich setze ihn trotzdem ein. Was soll's. Das ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber wir kämpfen hier gegen eine Arena-Leiterin. Da darf man schon so was Verschwenderisches machen. Mein Pokémon ist sowieso schon verwirrt, ich brauche mir gar keine Sorgen mehr zu machen, dass mein Pokémon durch Psy-Strahl verwirrt werden könnte. Bitte nicht verletzen. Nein! Oh, dieser Top-Trank, der war sehr verschwenderisch. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass mein Pokémon sich jetzt selbst verletzen wird. Okay, das war's. Frau Löwe hat es nicht geschafft. Ich
werde jetzt meinen Kampffalken einsetzen. Unser stärkstes Pokémon ist jetzt auf dem Feld. Das heißt, beide der stärksten Pokémon, beide Trainer sind jetzt da. Ja, gegeneinander im Kampf. Nicht verwirren. Danke. Okay, sehr gut. Na, mit einer Step-Attacke anzugreifen ist nie falsch. Es sei denn, die Attacke hat keinen Effekt. So, Gengar ist ihr letztes. Gengar ist ein schnelles Pokémon, hat auch einen hohen Spezialangriff. Ich muss aufpassen, denn der Spezialverteidigungswert meines Pokémons ist nicht hoch. Ich fliege am besten erstmal davon. Ja, der Gegner ist schneller. Ich habe es ja schon erwähnt. Gengar hat eine hohe Initiative. Sogar eine höhere als unser Kampfwalke. Ah. Sowas ist echt schlecht, wenn mein Pokémon verwirrt ist. Ich glaube, auf das sind Geist-Pokémon spezialisiert, dass sie die Gegner verwirren. Oh, das ist echt übel. Leider habe ich jetzt auch keinen Trank mehr übrig, verdammt. Naja, Gengar greift zum Glück gerade nicht an. Er bildet zurzeit nur noch Groll. Hat er etwa keine Angriffsattacke? Kung-Fu-Strahl. Es scheint so zu sein, dass es hätte Gengar keine Angriffsattacke. Ich meine, Geisterattacken funktionieren gegen Normal-Pokémon nicht. Umgekehrt ist es auch so. Normal-Pokémon können auch keine Geister-Pokémon angreifen. Anscheinend ist die einzige Angriffsattacke von Gengar Spukball. Und die kann er nicht benutzen, da mein Pokémon vom Typ Normal ist. Das heißt, wenn ich es schaffe, meinen Kampffalken auf dem Feld zu behalten, müssten wir das eigentlich schon sicher gewinnen. Das Problem ist halt die Verwirrung. Ayoras. Gut, der kann leider nichts anderes machen, deswegen benutzt er Groll, damit er immerhin etwas machen kann, auch wenn es nichts bringt. So, noch einmal Ayoras und der Kampf ist gewonnen. Ah, er kann mein Pokémon doch angreifen. Okay, es kann Gift-Hieb. Warum hat er den denn dann nicht früher angegriffen? Ich verstehe es nicht. Naja. Gut, und damit gehört uns Orden Nummer 5. Noch 3, dann können wir in die Liga. Du bist enorm stark, das beweist irgendwas mit ihrer Lage. Erschüttert bin ich. Stark, so stark bist du. Stark sind deine Pokémon. Beeindruckend deine Stärke. Wann soll sie werden mit dieser Erden? Der Reliktorden. Die Attacke Surfer kannst du mit dieser Erden außerhalb von Kämpfen verwenden. Und diese TMG krieg ich auch noch, ja. Das ist bestimmt Spukball. Ne, Spukball haben wir bereits. Was könnte das sein? Pizarro? Ne. Ich weiß es nicht. Dunkelklaue, okay. Eine sehr mächtige Attacke, ui, Volltreffer landet sie oft. Okay. 5 Arena-Öden. Doch vergessen darfst du eines nicht. Viele andere Trainer gibt es. Starke Trainer, viele gibt es davon im Sinne. Geduld musst du üben. Ja, irgendwas Französisches halt. Oh, jetzt muss ich wieder die ganze Arena latschen. Oh nein, und das zum zweiten Mal. Gut, im nächsten Part werden wir unser 5. Team-Pokémon fangen. Und ja. Ich kann schon mal vorhersagen, es ist eines meiner Lieblings-Pokémon in diesem Spiel. Und wir sind schon einmal begegnet. Sogar schon mehrmals. Und es ist ein Feuer-Pokémon, kann ich schon mal sagen. Jetzt habe ich vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel gesagt. Ja, also das alles im nächsten Part, dann werden wir es fangen. Oh, die Arena nimmt ja gar kein Ende.
So, das war das letzte. Das war das letzte Mal, dass ich diese verdammte Arena mache. Okay, wenn du die Arena dann besiegt, ja. Du wirst von Tag zu Tag stärker. Und es ist kein Ende in Sicht. Zumindest sehe ich das so. Das sage ich jedem hier. Ich hoffe, du weißt das. Aha. Gut, dann. Oh Gott, Cynthia. Cynthia, ich will den Part jetzt beenden. Ich bin froh, dich zu sehen. Du bist nicht leicht zu erwischen. Meine Oma hat mir erzählt, was in Elysis passiert ist. Danke für alles, was du in den Ruinen getan hast. Ja, ja, bitte. Aber dieser ist Team Galactic. Ich dachte, sie wären nur ein paar harmlose Exzentriker. Du weißt schon, ein neues Universum erschaffen und solchen Unsinn. Und sie ziehen sich auch so komisch an. Ich dachte, sie wären ganz harmlos. Aber offenbar sind sie viel gefährlicher als angenommen. Ich meine, Pokémon zu stehlen und einzusperren, das ist so böse. Übrigens, fandest du die Ruinen interessant? Falls ja, solltest du in die Bibliothek in Fleetwood besuchen. Sollst du die Bibliothek in Fleetwood besuchen, ja. Dort gibt es alte Bücher, die dich vielleicht interessieren könnten. Und es könnte dir auch helfen, deinen Pokédex zu vervollständigen. Ich denke, du solltest dort mal vorbeischauen. Mach's gut. Oh, okay. Kurzer Hinweis, dass wir jetzt nach Fleetburg sollen. Also müssen wir jetzt dann nach Jubelstadt zurückfliegen. Halt. Kampfreiken möchte ich jetzt nicht. So, Fleetburg ist hier. Das heißt, wir müssen hier einen Zwischenstopp in Jubelstadt einlegen. Und ich habe noch was vergessen in Jubelstadt zu machen. Und das alles im nächsten Part. Zuvor werde ich jetzt noch meine Pokémon heilen, damit wir nicht mit beschädigten Pokémon in die Route reingehen, die nach Fleetburg führen wird. Okay, dann mache ich jetzt Schluss und dann schauen wir uns im nächsten Part Jubelstadt vollständig fertig an und dann werden wir unser neues Team-Pokémon fangen. Welches es sein wird, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Janka. Ciao.